Ich habe heute eine kleine Tour, wie man sieht, allein gemacht. So langsam haben sich meine Füße an die Kälte und an den Schnee gewohnt. Also wenn man wirklich immer in Bewegung bleibt, dann stört einen die Kälte nicht. Wenn ich jetzt so wie hier eine kurze Zeit stehen bleibe, dann wird es schon sehr kalt. Aber sobald ich dann wieder richtig loslaufe, dann wird es auch wieder ganz schnell warm. Also für so Touren ist Barfußlaufen auf jeden Fall möglich. Ja, und ich habe heute Flipflops dabei. Also nur zur Not. Ja, jetzt laufe ich immer weiter, weil sonst wird es echt kalt. Ja, jetzt wird es auch schon langsam dunkel und es ist einfach super schön ruhig hier draußen. Aber man kann so das Treiben in der Stadt beobachten. Das finde ich immer ziemlich schön. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Meine Füße sind gerade langsam am Auftauen. Also sie fühlen sich sehr heiß an, aber wenn ich sie anfasse, sind sie noch kalt. Am stärksten bemerke ich das irgendwie in dem zweiten Zeh hier. Der ist irgendwie ziemlich betäubt. Die anderen gehen eigentlich. Also nur in dem ganz langen, dünnen Zeh hier merke ich die Kälte so richtig. Also der fühlt sich sehr, sehr betäubt an. Ja. Aber jetzt tauen sie langsam wieder auf und werden dann wieder richtig schön heiß. Ja, das Blöde ist, denke ich, beim Barfußlaufen in der Kälte, wenn dann die Füße wirklich richtig kalt sind und man nicht mehr so viel Gespür in den Füßen hat, dass man es auch nicht merkt, wenn man sich verletzt. Also ich habe mich jetzt nicht verletzt, aber ja, ich denke, man würde es nicht so merken. Das ist, glaube ich, das Gefährlichste beim Barfußlaufen in der Kälte. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Ja, dann bis bald. Tschüss.